So, also ich rede ja oft von irgendwelchen Ideen, die ich, gelesen habe. Ne? Und wenn ich die lese, dann erkenne ich da so eine Wahrheit drin, die ich selbst für mich schon entdeckt habe, die ich bloß vielleicht noch nicht so gut in Worte fassen konnte. Und dann denke ich, wow, genau, das ist eine Inspiration, das Ganze auch mal auszudrücken. Und dann passiert es, dass ich zum Beispiel aus einer Idee, die ich höre, gleich ein Video mache zum Beispiel. Und dann ist es aber auch so, dass ich über längere Zeit hinweg mir über etwas Gedanken mache oder einfach irgendwas versuche, ja, zu adaptieren oder anzunehmen oder umzusetzen und so weiter. Und dann mir plötzlich eine Idee kommt, ohne dass ich irgendwas lese oder irgendwas höre oder sowas in der Art. Und das ist mir vorhin passiert. Deswegen weiß ich nicht, ob ich es gut formulieren kann und ausdrücken kann, verständlich ausdrücken kann. Aber im Prinzip geht es darum, dass Dinge, die wir tun, die wir auch überkompensieren, dass die quasi nur dafür da sind, um Ängste zu überdecken und zu überlagern und sich mit diesen Ängsten nicht konfrontieren zu müssen. Zum Beispiel Thema Essen. Wenn man in den Medien hört, das ist ungesund und hier die Transfette in Pommes und nicht zu viel Fett, aber auch nicht zu viel Kohlenhydrate und am besten das Lebensmittel weglassen und die Lebensmittel sind belastet und hin und her und so weiter, dann kommt man in so einen Zustand, wo man denkt, okay, ich muss nur das anwenden, was mir gesagt wird und ich lebe gesünder, ich nehme ab und so weiter. Aber es gibt so viel Informationen. Man dürfte eigentlich gar nichts mehr essen oder man müsste eine Liste führen, wo man irgendwie 3 Stunden am Tag irgendwelche Dinge notieren müsste und schauen müsste, was nun gesund ist, was darf man essen und was nicht. Man würde sich also komplett überfordern und das dann sofort wieder hinschmeißen, weil es einfach krankhaft, surreal ist und überkompensiert ist alles. Das heißt, wie können wir uns denn nun gesund ernähren? Ganz einfach, indem wir versuchen, uns mit unseren Ängsten bewusst auseinanderzusetzen, um sie dann nicht mehr durch diese Handlungen überdecken zu müssen. Nicht nur Essen ist ein Symptom davon, sondern auch Konsumieren an sich ist ein Problem. Übermäßiges Konsumieren, übermäßige Anerkennung suchen, übermäßig sich durch Fernsehen, durch Radio, durch Internet ablenken, übermäßiges Essen. Wie kommen wir also dazu, dass wir dieses Übermäßige nicht mehr tun, sondern bewusst diese Dinge tun und somit auch gesund diese Dinge tun? Ganz einfach, indem wir, wie gesagt, uns mit unseren Ängsten bewusst auseinandersetzen und damit diese Last der Angst von diesen anderen Dingen wegnehmen. Das heißt, wir versuchen nicht mehr durch diese äußeren Dinge unsere Angst zu überdecken. Und dann passiert Folgendes. Dann ernähren wir uns automatisch gesund, weil wir uns bewusst ernähren. Das heißt jetzt nicht, dass man keine Dinge mehr essen darf, die laut Medien zurzeit ziemlich belastet sind oder so. Das heißt, dass man das ist, worauf man Lust hat. Da aber dieses Essen nicht mehr als Überdeckung der Angst herhalten muss, werden diese Impulse, auf was man Lust hat und vor allem auf wie viel davon man Lust hat, gesund und natürlich gesteuert. Das heißt, wenn wir lernen, uns außerhalb, also als separate Übung, uns mit unseren Ängsten zu konfrontieren, werden alle anderen Lebensbereiche von diesem Überkonsum befreit. Das heißt, wir konsumieren dann nicht mehr viel. Wenn wir shoppen gehen, dann tun wir uns nur noch das kaufen, was wir wirklich brauchen. Wenn wir essen, dann essen wir zwar auch ungesunde Dinge, aber zu Zeiten und in Intervallen und in Mengen, die uns gut tun, weil wir bewusst essen, weil das aus unserem tiefsten Innersten kommt und nicht mehr überdecken muss. Wenn wir irgendwelche Ängste überdecken, dann essen wir übermäßig viel, weil wir dieses Essen mit dem Gefühl verbinden, diese Ängste nicht spüren zu müssen. Das heißt, mit einem pseudopositiven Gefühl sozusagen. Und danach fühlen wir uns aber wieder schlecht, aber wir essen dann weiter und weiter und weiter, weil wir dieses Gefühl der Angst irgendwie unterdrücken wollen. Das heißt, diese Dinge, die wir ungesund tun oder die dann zu ungesunden Dingen werden, sind eigentlich nur eine Überdeckung von Ängsten, die wir aufgrund unserer Überflussgesellschaft gar nicht mehr spüren und deshalb, wenn wir sie mal spüren, sofort wieder überdecken müssen. Und wie gesagt, das ist auch in vielen, vielen anderen Lebensbereichen der Fall. Das heißt jetzt nicht, dass man dann jedes Mal, wenn man isst,
diesen Bissen nimmt und jeden Geschmack dieser Mahlzeit spürt und dann spürt, wie es die Speiseröhre. Das ist natürlich auch bewusstes Essen, das kann man auch machen. Aber was auch passiert ist, gleichzeitig wird das Essen genussvoller und gleichzeitig aber auch unwichtiger. Weil es nichts mehr überdecken muss, läuft das Essen dann nebenbei ab. Natürlich, der Ausdruck läuft nebenbei ab und bewusst genießen decken sich nicht so. Das ist ein kleines Paradox, aber so ist es. Man kann einerseits bewusst genießen, andererseits wird das Essen zur Nebensache, weil es nichts mehr konsumieren, abdecken, überdecken muss und so weiter. Also das Essen ist nur ein Beispiel davon, wie wir allein deshalb, weil wir vor unseren Ängsten weglaufen, Dinge überkompensieren. Und wenn wir lernen, uns bewusst mit den Ängsten zu konfrontieren, zum Beispiel durch Meditieren, durch einfach nur dasitzen und alle Gefühle, die hochkommen, zu akzeptieren und sie quasi wie eine Wolke vorbeischweben zu lassen, indem wir bewusst atmen, indem wir auf die Stille hören, indem wir uns des Raumes bewusst werden, der uns umgibt, indem wir unseren Herzschlag im Körper spüren, in den Füßen spüren, werden wir bewusst und werden wieder mit unserem Körper und unseren Ängsten und unseren Emotionen in Kontakt gebracht und müssen dann diese äußeren Dinge nicht mehr, ja, wie gesagt, dafür herhalten lassen, um diese Ängste zu überdecken. Und wenn man das schafft, dann wird man irgendwann nach ein paar Wochen merken, ich habe ja jetzt 10 Kilo runter zum Beispiel oder ich habe ja jetzt meine Beziehungen, ich lebe jetzt gesündere Beziehungen, ich habe jetzt herzlichere, menschlichere Beziehungen zu anderen Menschen, ich kaufe mir gar nicht mehr zu viel und bin trotzdem glücklich und habe alle Sachen, die ich brauche. Das merkt man dann nach ein paar Wochen und das ist einfach passiert, weil es dann ganz automatisch gesund, bewusst abläuft sozusagen. Das dazu und wie gesagt, das war so ein Gedanke, der mir in den Kopf gekommen ist. Ich sage jetzt nicht, ich hebe jetzt nicht den Anspruch, dass es absolut richtig ist. Es gibt nichts Richtiges oder Falsches, aber das war so ein Gedanke, der mir in den Kopf gekommen ist und ich glaube, der es wert ist, dass man ihn sich mal so ein bisschen, dass man den Gedanken mal in sich sacken lässt und mal guckt, was er für sich, für einen selbst bedeutet eigentlich und was man daraus für sich selbst schließen kann und welche Dinge man ändern kann, um, wie gesagt, dieses Überkompensieren nicht mehr zu tun. Weil wenn man sich versucht zu disziplinieren, sagen wir mal, man arbeitet nur an den Symptomen, aber nicht an der Ursache. Man arbeitet also nicht an seinen Ängsten, man arbeitet nur an den Symptomen, zum Beispiel weniger zu essen und weniger zu konsumieren und dann tut man sich irgendwelche Diäten oder Zwänge oder To-Do-Listen aufschreiben und dann läuft das aber gegen die eigene Natur, weil man immer noch versucht, irgendwie Ängste zu unterdrücken. Dann kanalisiert sich das in andere Dinge, in Wut oder sowas gegenüber anderen Menschen oder in Gewalt oder irgendwas in der Art. Also wichtig mitzunehmen aus dem Video, der Punkt und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao. An einem schönen, kalten Samstagmorgen im Rosensteinpark in Stuttgart.